Ihr habt vermutlich noch nie zuvor einen Dalish getroffen, oder? Kann ich nicht sagen. Das würdet ihr wissen, ganz bestimmt. Dalish sind ganz anders als die Elfen in den Städten. Der selbstgefällige Überlegenheitsanspruch verrät euch. Tomwise? Hm? Oh, Hawk! Wir haben uns nicht mehr gesehen, seit wir diesen Auftrag für Ephemeral erledigt haben. Ist schon eine ganze Weile her. Ich habe gehört, ihr geht auf irgendeine Expedition in die tiefen Wege. Direkt ins Gebiet der dunklen Brut. Seid ihr euch sicher, dass das klug ist? Wir können uns ja nicht alle in der Tiefstadt durchschlagen. Seht euch einfach vor. Mehr will ich gar nicht sagen. Sagt mal, seid ihr immer noch an Giften interessiert? Ethanril macht sich in letzter Zeit ziemlich rar. Und die Coterie hat ihre eigenen Giftmischer. Lasst es mich einfach wissen, wenn ihr irgendwelche seltenen Reagenzien findet und wollt, dass ich euch daraus etwas zusammenbraue. Und da ihr eine alte Freundin seid, habe ich auch gleich eine Rezeptur für euch. Meine Spezialität. Ein kleiner Vorteil kann doch nie schaden, oder? Vorstellen, dass es in Osama genau ist wie hier. Nur mit Bärten und einem überwältigenden Gefühl der Überlegenheit natürlich. Seht mal her, Jungs. Freiwillige. Schlagt sie in Eisen, bin gespannt, was Tevinter dafür bezahlt. Bringt ihn zum Reden. Kein Problem. Bei Andrastes großem Flammenarsch. Wie habt ihr das gemacht? Schon gut. Ich habe den Jungen in einer Höhle verstaut. Ein Schmugglerversteck an der verwundeten Küste. Leute aus Tevinter kommen heute, um das Geschäft abzuschließen. Nun, kann ich gehen? Sicher? Oh, Moment. Ich meinte, nein. Oh,
hätten sie ihn in irgendeinen Unterschlupf an der verwundeten Küste gebracht. Ob sie wohl in der Nähe der verletzten Klippen liegt? Oder der hinkenden Hügel? Der Schädelbruchbucht vielleicht? Was ist, finde nur ich das seltsam? Dann vergesst, dass ich etwas gesagt habe. Wir könnten genauso gut Sklaven sein. Dann hätten wir wenigstens Arbeit. Ich bin lieber hier unten frei, glaube ich. Ich dachte, alle Zwerge trügen Bart. Wo ist der eure? Ich habe ihn verlegt, zusammen mit meinem zwergischen Stolz und meiner vergoldeten Adelskastennadel. Ich dachte, er sei vielleicht auf eure Brust gefallen. Oho, der grüblerische Elf macht einen Witz. Ich bin nicht grüblerisch. Mein Freund, wenn eure Grübelei nur einen Hauch beeindruckender wäre, würden die Frauen euch umschwärmen und euch zu Ehren grüblerischen Nachwuchs bekommen. Ihr seid ein überaus seltsamer Zwerg. Ihr dachtet, das mit der Nadel wäre ein Witz?